Hallo meine Freunde, hier kommen wir zu einem neuen Video von mir und ich würde sagen, das packen wir gleich gemeinsam aus. Und das geht weiter nach dem Intro. Ja, wir packen das mal gemeinsam aus. Ahnt ihr das vielleicht schon, was das sein könnte? Wir gucken mal nach. Wenn es ein bisschen laut ist, dann. So. Ihr glaubt es nicht. Woran erinnert das euch? An die Apple Watch Ultra. Ich habe ja klar die echte Apple Watch und das ist eine Fake. Das ist von der Apple Watch, die Verpackung. Und sie sind fast gleich breit oder lang. Aber man sieht, Apple ist dicker. Aber auch das ist hier schön aufgeprägt. Dann würde ich mal sagen, packen wir das mal eins aus. Und was es hier so alles drin gibt. Hier ist die Ladeschale. Die Uhr. Und das Armband. Das fühlt sich aber hochwertig an. Also das Band ist nicht schlecht. Also könnte fast sagen, das ist auch sehr stark nachempfunden. Ja, made in China. Oder wir kommen doch mal zum guten Stück. Es ist echt schwer. Also das ist nicht gerade leicht. Wir können das ja mal wiegen. Wir legen die mal drauf. Das ist jetzt nur die Uhr. Jetzt kommt noch das Armband hinzu. Also circa 64, 65 Gramm. Ich packe mal meine Apple Watch drauf, Ultra. Gramm, also sind 4-5 Gramm, ist die echte Schwere. Dann packen wir das mal aus. Sondern halten wir die mal daneben. Also richtig gut gemacht. Also auch diese Taste. Und jetzt sieht man das. Hat ein anderes Display. Hier ist noch eine Displayfolie drauf. Die nehme ich mal vorsichtig ab. Ja, also man merkt da schon einen Unterschied. Wenn ich jetzt über das Glas hier gehe, man hat so eine ganz leichte Kante vom Gehäuse. Hier ist das etwas, ja, hier merkt man eigentlich mehr das Glas. Auch von der Sensorik unten sieht fast gleich aus. Also täuschend. Echt gemacht. Gut, dann gucken wir uns das mal einzeln an. Was passiert, wenn ich die Taste hier drücke? Ja, geht sie an und aus. Also ich muss hier auch jetzt erstmal keinen Code eingeben. Hier kann ich ihn auch wählen. NFC. Hier habe ich den Überblick.
Ja, wie bei der Apple Watch. Und hier kann ich dann so die letzten Aktivitäten uns ansehen. Ja, was sagt ihr dazu? Ja, hier ist auch noch eine Folie drauf. Also hier ist nicht klar mehr Folie drauf. Ja, hier sind so Klebereste, Entschuldigung, ich war nicht sichtbar. So, hier können wir den Power. So, jetzt ist wieder aus. Und da wollen wir mal gucken, wie das aussieht. So, ist jetzt auch eingerastet. Ja. Ja. Das Band macht schon einen recht guten Eindruck. Also das ist jetzt nicht, dass man sagen kann, oh Gott, nur. Wir wollen das mal laden. Ich habe aber eine Powerstation, eine Powerbank mitgenommen. Auch das ist hier noch foliert von oben und von unten, wieso auch immer. Das soll wohl so sein. Ich weiß es nicht. So, dann wollen wir das mal anschließen. Ihr seht jetzt diesen Kringel. Und lädt jetzt. Und dann könnt ihr es entweder mit dem iPhone oder mit dem Samsung oder was auch immer koppeln. Das werde ich aber in einem anderen Video machen. Ich werde jetzt diese Uhr mal ausgiebig testen und mal gucken, was sie so kann oder nicht kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Raver Dave. Ciao, ciao. Und wenn euch das Video gefallen hat, zwei Daumen hoch. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Bis dann. Ja, ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Ein Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, zwei Daumen hoch. Und denn ihr könnt mich auch auf Facebook, Twitter und Instagram folgen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euer Raver Dave. Ciao, ciao.